Bedeutet einmal, ihr habt einen Vorfilter, ihr habt den Nanofilter, ihr habt einen Aktivcarbonfilter und selbstverständlich nochmal den Hocheffizienz H13 HEPA-Filter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es mal wieder um den Smart Home Deal des Tages. Heute mit etwas ganz Besonderem aus dem Bereich Smart Home und Technik für zu Hause. Es geht um den smarten Luftreiniger A8 von ProSenec. Einer der führenden Luftreiniger, wenn es derzeit um smarte Technologie geht. Das ist preis-leistungstechnisch echt interessant. 70 Euro kostet der rabattiert. Standardmäßig ist er nur für 130 Euro zu haben. Deswegen, wenn ihr dieses Angebot wahrnehmen wollt, seid hier auf jeden Fall schnell. Der Link ist für euch einmal unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Wir schauen uns jetzt einmal zusammen an, was der ProSenec alles leistet und für wen er sich eignet. Und auf der anderen Seite, wenn ihr Fragen habt, gerne einfach alles in die Kommentare reinschreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten. Der ProSenec A8. Preis-Leistung echt interessant. Schon allein für den Grundpreis 130 Euro bekommt ihr derzeit ganz, ganz schwer nur Luftreiniger. Natürlich grundsätzlich Luftreiniger sind immer interessant. Jetzt auch, wenn es wieder Richtung Frühling geht, für alle Allergiker. Genau dafür sind die Dinger ja ursprünglich auch gebaut worden. So auch der A8 bis zu 55 Quadratmeter Fläche kann er ohne Probleme reinigen. Dafür sorgt ein eingebauter H13 HEPA Kombi-Filter. Und der ist wirklich richtig, richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es übrigens auch nachzukaufen, werden wir gleich nochmal drauf kommen, weil ich immer öfter mal gefragt werde. 4 Stufen Kombifilter im Inneren bedeutet einmal, ihr habt einen Vorfilter, ihr habt den Nanofilter, ihr habt einen Aktivcarbonfilter und selbstverständlich nochmal den Hocheffizienz H13 HEPA-Filter, der letztendlich alle Feinpartikel am Ende nochmal rausfiltert. Und was hier ganz, ganz wichtig ist, gerade für Allergiker, hier Nano- und Carbonfilter mit drin, heißt auch im Endeffekt, ihr habt optimalen Schutz, wenn es um Pollen etc. geht. Wenn wir uns den Kombifilter einmal anschauen, beziehungsweise dann auch im Konstrukt, ist das wirklich eine coole Optik, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr modern und das zeichnet ihn hier tatsächlich auch aus. Sehr starkes Produkt. Auf der anderen Seite habt ihr hier tatsächlich eine komplette smarte Technologie dahinter. Könnt das Ganze mit der ProSenec App steuern und auf der anderen Seite, und das ist auch eine ganz, ganz coole Geschichte, ihr habt die Möglichkeit, ihn nicht nur mit der ProSenec App zu steuern, sondern ihr könnt ihn tatsächlich auch ohne Probleme einmal über den Amazon Echo und Google Home steuern. Das Ganze funktioniert dann allerdings weniger gut über die ProSenec App als beispielsweise über die Kombi-Anbieter, die hiermit kompatibel sind. SmartLife etc. haben mittlerweile Brücken gebaut. Das heißt, hier könnt ihr wirklich sehr, sehr gut dann das Gerät einspeisen. Ich persönlich habe es damals auch noch mit der ProSenec App gemacht. Muss sagen, funktioniert auch. Ist allerdings eine reine Geschmackssache. Was richtig cool ist, ist, dass er euch durch ein Ambilight auf der Unterseite immer anzeigt, wie gut gerade die Luftqualität ist. Das geht in 3 unterschiedlichen Farbstufen. Grün für gute Luftqualität, Gelb für normale Luftqualität und schlechte Luftqualität ist mit Rot gekennzeichnet. So könnt ihr auch in Echtzeit immer sehen, wie sich die Qualität durch die Filterung dementsprechend einmal verändert. In der App könnt ihr ihn auch komplett einmal programmieren. Ihr könnt selbstverständlich die Geschwindigkeit einstellen. Könnt einmal natürlich auch dieses Ambilight ausschalten. Ihr könnt ihn auf Zeit programmieren und auch einen Schlafmodus aktivieren. Da ist das Ding besonders leise, aber auch dadurch perfekt geeignet fürs Schlafzimmer im Sommer, wenn ihr wirklich Allergieprobleme habt. Optimale Lösung hierfür. Man muss wirklich sagen, wenn man sich das Gesamtkonstrukt anschaut, egal ob man ihn smart oder unsmart steuert, der ProSenec A8 ist tatsächlich ein absolutes Must-Have für jeden Smart Home Fan, der einen Luftreiniger sucht. Preis-Leistung stimmt hier optimal. 55 Quadratmeter Fläche schafft er und das Ganze für 70 anstelle von 130 Euro ist ein sehr guter Deal. Ich würde euch nur empfehlen, wenn ihr ihn haben wollt, dann schlagt heute zu oder in den kommenden Tagen, solange dieses Angebot noch aktiv ist. Erfahrungsgemäß wird der Preis Richtung Sommer, Richtung Frühling wieder Richtung 130 oder manchmal sogar 140 Euro gehen. Von daher nutzt es auf jeden Fall aus. Wenn ihr ihn haben wollt, wie gesagt, der Link ist für euch unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details und bei Fragen gerne einfach alles in die Kommentare schreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten.
Bis dahin hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne hier auf YouTube ein Abo da. Ich würde mich unfassbar freuen, natürlich dementsprechend, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Bleibt gesund, Leute. Passt auf euch auf und bleibt natürlich smart. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.